So, hallo zu Teil 2, liebe Widder. Sorry, der Kamera wurde es zu heiß, aber jetzt setzen wir fort mit dem Tipp des Universums für euch. Wir haben die 10 der Schwerter und die 3 der Münzen. Die 10 der Schwerter ist der alles durchdringende Schmerz. Und die 3 der Schwerter ist die Karte der Zusammenarbeit. Für mich heißt das relativ klar, wenn du hier auf Zusammenarbeit hoffst, wenn du hier hoffst, ne, diesen falschen Versprechungen hier, diesen falschen positiven Veränderungen, die dir hier vielleicht versprochen werden, von wegen, dass dieser betreffende Mensch wird sich ändern und es wird jetzt alles besser, führt das zu Schmerz. Also du solltest hier wirklich sehr, sehr gut prüfen, ob du hier an dieser Zusammenarbeit festhalten willst. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch so einen Glaubenssatz von wegen, aufgeben ist keine Option. Ja, da stimme ich im Grunde zu. Aber es gehören ja mehrere hier mit dazu, ja, dass man hier dieses Werkstück gemeinsam fertigstellt. Und wenn einer immer wieder quertreibt, querschlägt, sabotiert vielleicht sogar, dann wird diese Zusammenarbeit zu Schmerz führen. Und diese Erkenntnis solltest du im März als Tipp des Universums für dich beachten. Schauen wir mal, was hier Erat Aliquando noch ergänzt. Was ist denn der Tipp des Universums für die Widder? Was haben wir denn da? Ups. So. Schauen wir mal, was wir hier schon liegen haben. Wir haben die uralte Mooreiche, alte Pfade, neue Wege, die Sanduhr, die Eibel und der Goldfisch. Okay, dann schauen wir noch, was das Lenormand ergänzt und dann gehe ich für euch in die Deutung. So, eine haben wir schon und dann nehme ich noch eine. So, die Würfel und die Sonne. Also, ihr werdet Spiegelung, uralte Mooreiche und der Fisch. Also, mit der uralten Mooreiche, das sind Dinge, die immer wieder aus der Versenkung auftauchen. Und mit dem Fisch können das vielleicht auch innere Zweifel in euch sein. Es können die Dinge, dieser Wunsch danach sein, wirklich ins Fließen zu kommen. Ja, also ich link zum Wal, hier wirklich in dir selbst wieder verankert zu sein. Und gerade, ne, wieder auftauchen, in dir selbst verankert sein. Also das ist schon, erinnere dich, du musst dich mit dir selbst zurückverbinden. Du musst erkennen, dass du alles in dir hast, was du brauchst. Das sagt der Wal ganz klar. Nur dann wirst du in deine Freiheit und in deine Beweglichkeit gehen können. Schau hier bitte hin. Und es ist schon, es steht wirklich eine Entscheidung an für dich, neue Wege zu beschreiten mit der Spiegelung auf die uralte Eibe. Die uralte Eibe ist eine Portaldurchschreitung. Und es mag für dich wirklich eine Herausforderung sein, dich aus diesen Verstrickungen, diesen leeren Versprechungen, dieser Manipulation, die hier vielleicht läuft mit diesem Gegenüber, ja, dich hier zu befreien und dich wirklich herauszuwagen. Also wenn das wirklich, ich weiß, das Wort wird inflationär gebraucht von Narzissmus und toxischer Verbindung, aber wenn das wirklich sowas ist, wo dich jemand seelisch, emotional so manipuliert, dass er dein Selbstvertrauen, deinen Selbstwert zu untergraben versucht und das kontinuierlich über lange Zeit geht, dann brauchst du hier wirklich eine Menge Mut, um dieses Portal zu durchschreiten und neue Wege zu gehen. Das kostet Kraft und Mut, aber die Krafttiere, die dich hier begleiten, geben dir diesen Mut. Und das Thema Sanduhr, ja, es ist Zeit, das, zum einen mag es der Hinweis sein, dass du das wirklich jetzt lang genug versucht und ausgehalten hast, dass du lange genug gehofft hast, dass sich hier etwas verbessert. Zum anderen mag es wirklich sein, dass dir die Zeit verrinnt, ja, dass du das Gefühl hast, ich muss. Also so dieses, es ist nicht mehr, ich sollte mich entscheiden, sondern dieses Gefühl kommt, ich muss mich entscheiden, ich muss dieses Portal durchschreiten, weil hier einfach
diese Rückverbindung so wichtig ist. Und wenn du alleine immer nur diejenige bist, die hier an wahrer Zusammenarbeit, an wahrem Teamwork, an einem Strang ziehen interessiert ist, dann läufst du gegen die Wand. Ich habe auch hier, ne, der Fuchs und die Störche. Auch hier, die Störche stehen auch für Zusammenarbeit. Hier läuft eine falsche Zusammenarbeit. Und hier habe ich wieder diesen Schmerz durch diese Zusammenarbeit als Tipp des Universums. Und mit der Sonne und den Würfeln, doppelte Bedeutung. Zum einen solltest du wirklich mit der Sonne Glückskarte in dein Strahlen gehen, dich wirklich mit dir zurückverbinden und voller Lebensfeuer, Lebensfreude am Spiel des Lebens teilnehmen. Ja, die Würfel neu fallen lassen. Und es kann aber auch der Hinweis sein, dass hier ein sehr, sehr starkes Spiel am Start ist, wieder Manipulation, ja, aus welcher du dich befreien darfst, lieber Widder. Also ist schon, das mag schon eine Nummer für dich sein, aber das ist die Aufgabe, die sich hier für dich im März stellt. Ihr wisst ja, ich überbringe lieber schöne Nachrichten, aber für dich haben wir hier eben diese Botschaft. So, und wie geht's weiter? Wir haben den Page der Münzen und die Sechs der Kelche. Es gilt daran aufzuarbeiten mit den Pagen der Münzen. Das ist der Lehrling. Du darfst hier neu anfangen, neu dazulernen. Und zwar mit den Sechs der Münzen, was hier eben die nostalgischen Gefühle angeht. Ja, ich habe das hier ja auch drin liegen, dass dieses Gegenüber dann auch kommt, ja, wir hatten doch so schöne Momente und erinnere dich, wie toll und bla, und das wird alles wieder so schön, wie es früher mal war. Schau dir das genau an. Guck dir das vielleicht wie ein Lehrling an, wie wenn du das zum ersten Mal hörst, und dann prüfe wirklich, ob das wahr ist. Hier ist sehr, sehr viel sehr starkes Vermissen im Feld, ja, Überfluss und Vermissen. Und ich habe schon auch das, dass du wirklich noch Kummer und Sorgen hast, dass du hier sehr viel Kommunikationsbedarf hast, mit dem Brief auch drunter. Vielleicht kriegst du auch, wenn du dich hier in den Neuanfang wirklich wagst, im Nachgang noch sehr, sehr viele Nachrichten, die dich immer wieder aufwühlen, ja, und die, wo dieses Gegenüber eben immer wieder versucht, nochmal anzudocken, ja, dich nochmal in seine Fänge zu kriegen. Also ich glaube, du brauchst hier schon eine Menge Mut, um dich hier rauszukämpfen, aber du spürst, dass die Zeit tickt. Ja, die Uhr tickt. Hier ist es Zeit. So, jetzt schauen wir mal, welche Rune euch, liebe Widder, begleitet. Die Ansus. Die Ansus, das ist Odins Rune. Gott sitzt am Ruder. Du wirst hier, achte hier auf Zeichen, auf Hinweise, auf deine Intuition. Ja? Denke an den Wal mit der Rückverbindung und an den inneren Lehrer, den das Pferd ankündigt. Die Ansus ist auch die Macht des gesprochenen Wortes. Hier geht es um Wahrheit, um Klarheit. Worte haben Macht. Und auch wenn hier dieses Gegenüber vielleicht argumentativ sehr stark ist, dann nutze die Ansus, um hier deine Wahrheit zu sprechen. Und vielleicht auch die Kraft der Ansus, um zu erkennen, kommuniziert mein Gegenüber wahr. Denn die Ansus, da geht es nicht nur um das Sprechen, sondern auch um das Hinhören, um das Zuhören, um die Zwischentöne herauszuhören. Ja, zu hören, hey, ist das jetzt die Wahrheit oder läuft hier wieder eine Manipulation? Ja, liebe Widder, das war eure Legung für den März. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Wünsche euch einen zauberhaften Monat. Ja, sag ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder mein Video teilt. Und ich, ja, fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.